Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Fazit und gleichzeitig Hardware-Video vom Wasserfilter. Ja, die Videodatei, wo ich das Hardware-Video gemacht habe, wo ich alles gezeigt habe, was wie dran ist und wo drin ist und so, die ist leider defekt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch versucht mit verschiedenen Tools zu reparieren. Also ich habe die defekte Datei von der SD auf dem PC übertragen, versucht zu reparieren, hat leider nicht funktioniert. Die zweite, die 720p-Datei, weil meine Kamera nimmt zweimal auf, 1080p und 720p, also sind in zwei verschiedenen Ordnern. Manchmal hat man Glück, dass denn da die noch ganz ist, aber leider ist die auch defekt gewesen. Warum, weiß ich nicht, kann ich euch nicht beantworten. Deswegen machen wir jetzt hier das Fazit-Video und gleichzeitig Hardware-Video. Wir fangen erstmal an mit Hardware, würde ich sagen, und wir gucken uns das Gerät an. Ich erkläre euch ein bisschen, wo was ist und warum das da ist. Oder relativ, ich versuche zu sagen, der ist jetzt bei uns seit mehreren Wochen im Einsatz, bei meiner Frau. Wir haben einmal ein, das ist auch noch nass, weil Frauchen hat eben auch noch Wasser gebraucht. Eine Kanne für 1 Liter, nee, 1,2 Liter. Und ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist so ein Metallstift drin, so ein Pinöpel. Seht ihr das? Das ist das Messteil für Kanne. Hinten haben wir natürlich hier für auch noch ein Messgerät, was da ist. Oder da drinnen ist, ich weiß nicht, wo die messen wird. Dann haben wir hier so eine Gummidichtung um die Kappe rum und hier kommt das Wasser rein. Und dadurch, wenn Wasser reinkommt, geht es auf. So. Dann haben wir die Kappe vom Wassertank, den Wassertank an sich. So, der ist zweigeteilt. Also das seht ihr halt schlecht. Hier ist ein Steg. Das ist gutes Wasser, also das, was er benutzt. Und nach dem Benutzen macht er immer noch Restwasser, was im Filter geblieben ist oder noch im Filter ist, macht er hier rein. Also hier. Deswegen nach jedem Gebrauchen den Tank ausleeren. Leeren. Und das Gerät natürlich aus und dann rein, sonst denkt er, oh, ich muss einen Filter machen, reinigen oder so. Deswegen, wenn er fertig ist, kann man dann die Clean-Taste drücken, dass er immer gecleant wird, das zeige ich euch nachher. Und dann ausmachen, Wasserfilter raus, ausschütten und dann kann man den leeren Wasserfilter wieder raufmachen. So. Dann haben wir hier die Abdeckkappe von oben. Die wird auch mit Magneten gehalten. Braucht keine Angst haben, dass er irgendwelche Nasen oder irgendwas abbricht. Und dann haben wir hier einen Filter und noch einen Filter. So. Das ist CF und RO. Ich halte meine Kamera. Ich habe meine Lesebrille nicht bei. Ihr müsst da Pause drücken, dann könnt ihr lesen, was drauf steht. Die könnt ihr auch jederzeit nachkaufen. Ja. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr die verkehrt rum reinmachen könnt oder dass da irgendwas falsch gefiltert wird. Die haben verschiedene Löcher. Auch an verschiedenen Stellen vom Filter. Ja. Die passen nicht. Selbst ein Vierer passt nicht aufs Dreier. Ja, das geht nicht, weil die Anschlüsse hier oben. Zeige ich euch mal praktisch hier den Griff, seht ihr ja, und dann habt ihr hier eine Nase und hier ist eine Nase. Und die kommt dann so rein und dann durch das Umklappen geht diese Nase dann rein und hält es dann fest. Ach, mein Wecker, 11 Uhr, ich darf essen. Ja, und so ist es bei dem anderen auch. Das ist der hier vorne, ist der mit den drei Löchern. Habe ich auch gerade. Oh, ist noch Wasser drin. Ich nehme jetzt mal CF mit den vier Löchern. Die sind jetzt so. Und so mache ich hier rein. Es passt gar nicht, weil die Schlitze für die Befestigung sind zu weit nach hinten. Na, dreht man vielleicht, kommt dann. Nee, es passt nicht. Also ihr könnt da drücken, wie ihr wollt. Da passt es nicht. Machen wir es im Gegensatz hier hin. Zack, schon drinne. Einmal runterdrücken vor. So,
jetzt den mache ich jetzt mal mit Absicht in die falsche Richtung. Selbst da passt es nicht. Einmal drehen, zack, ist schon halb drinne. Das hoch, einmal runter, zack und fertig. So, dann befüllen wir den erstmal, weil der geht dann auch gleich an. Frauchen hat schon gesagt, dass sich das Wasser bei ihr oben etwas verbessert hat, aber immer noch ziemlich hoch ist. Bei mir unten hier war schon die ganze Zeit schon besseres Wasser als bei ihr oben, warum auch immer. So, ich habe den jetzt befüllt bis zum Maximum und mache den Tank jetzt hier rein. Zack. Und die Kappe natürlich oben rauf. So. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt anzeigt, weil wir haben frisch eine Leitungsspülung. Also die haben gestern Vormittag, Mittag rum wart, haben sie bei uns hier die Leitung alle gespült und gemacht und getan. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann schon im Vorfeld sagen, mit was wir gestartet sind. Wir haben hier verschiedene Werte, die uns gleich angezeigt werden. Das ist einmal das Wasser von hinten und einmal, wie es dann hier vorne ist. Deswegen haben wir ja diesen Messer da vorne drin, diesen kleinen Metallpnöpel. Der sagt uns dann, wie viele Schwebeteile in dem Wasser hier vorne denn noch drin sind. Und ja, und dann kann man vergleichen mit dem, was hinten war. Ist signifikant, was da rausgefiltert wurde bis jetzt. Das kann ich euch schon verraten. Und wir haben gestartet. Ich bin mal sehr gespannt. Ich mache es mit Absicht noch nicht an, weil ich mich auch überraschen lassen will. Frau Frauchen hat mir gesagt, dass es sich verbessert hat. Leider ist die Videodatei ja defekt. Mit einem Wert vom hinteren, vom Wassertank, also mit dem, also das Wasser, was aus dem Wassertank genommen wird, mit 400... 79, 78, 79 haben wir gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt durch die Leitungsspülung rausgekommen ist. So. Jetzt zieht er da Wasser rein. Wir haben jetzt hier vorne zwei grüne Anzeigen. Ich werde mal so machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Hier oben sind zwei grüne Anzeigen. Wartet, da ist so. So. Was ich auch schön finde, dass das Logo beleuchtet ist. Diese Anzeigen sind die beiden Filter. Wenn die halt nicht mehr grün sind, dann wäre schon gut, dass die Filter gewechselt werden. So, stopp. So, dann haben wir hier die Bentasten. Dadurch, dass der Sensor jetzt natürlich noch nass ist, weil Frauchen den eben noch benutzt hatte, sagt er jetzt hier 9. Und das ist das Filterwasser, ja, was schon ein bisschen gefiltert wird. Wir müssen jetzt gleich anfangen, dann geht der Wert natürlich noch hoch. Das ist nur der erste Wert. Und dann haben wir hier eine Skala oder drei verschiedene Mengen. Ich sage jetzt hier einfach mal 1,2 Liter. Und dann leuchtet das auch. Und dann geht das hier durch. Und es geht auch ziemlich schnell. Ich werde mal rauszoomen, damit ihr das sehen könnt. Ja. Oh Gott. Und nach jedem Benutzen, wenn ihr jetzt fertig seid, also ihr könnt ja 1,2 Liter passen in die Kanne, ihr könntet jetzt 5-mal hintereinander benutzen, 6-mal hintereinander, 1-mal benutzen, ist vollkommen egal. Aber nach jedem Benutzen den Wassertank, was drin ist, entleeren. Nicht wieder benutzen, weil der macht doch dann ab und zu ein Wasser, also filtert die Filter nochmal durch, spült noch, also durchspülen, auch vorm Benutzen manchmal. Brauchte ich jetzt nicht machen, weil wir haben ja eben erst benutzt, also Frauchen,
Normalerweise macht er das dann immer. Und dafür ist halt diese zweite Kammer halt hinten für das Brackwasser, schlechte Wasser, wie man dazu auch sagen möchte. Ja, wir haben jetzt hier einen Wert von 7. Und hier von 174. Und am Anfang, wenn er das bekommt, sollt ihr laut Anleitung 5-mal durchspülen. Also 5-mal benutzen. Also einmal neues Wasser rein, Wasser wegschütten, nochmal eine Kanne voll machen und nochmal. Das hört auch gleich auf. Der hat fast zwar 1,2 Liter hinten drin, aber durch diese zwei Kammern, der macht ja nur oben das leer und die eine Kammer. Wir haben gleich Schluss. Ja, gleich ist er am Ende. Die zweite Kammer ist immer noch voll. Obwohl, das schaffen wir doch bis oben hin, oder? Nee, nicht ganz. So, jetzt geht es natürlich runter, weil da ist jetzt nicht mehr, nichts mehr drin. Nur noch ein bisschen kleine Wasserpfütze. So. Und schon haben wir einmal hier schönes, sauberes Wasser. Was auch sehr gut schmeckt. Ich würde mal jetzt einen Schluck von trinken, damit ihr das seht. So. Oh Gott. So. Schmeckt gut. Es schmeckt ein bisschen anders. Also ich kann es nur mit meinem Leitungswasser vergleichen, als wenn ich so direkt aus der Leitung nehme. Trockenen Hals. Und anders als Flaschenwasser. Weil es sehr gefiltertes Wasser ist. Und ich habe auch noch nicht gemessen, wenn ich hier Wasserflasche drin mache, was da der Wert anzeigt. Das kann ich euch nicht sagen. So, jetzt machen wir die Kanne mal leer. So. Mal wieder rauf. So, ich drehe das jetzt mal um, dass ihr das seht. So. Wir haben jetzt hier praktisch Restwasser drin. Ich hoffe, das seht ihr. Das ist bis hier oben, weil hier oben ist der Steg. Hier unten ist noch ein bisschen Wasser drin, was jetzt nachdem er fertig war, halt immer noch hier unten nicht durch bis zum Filter kam, was dann wieder zurückgepumpt wurde. Und jetzt sage ich vorne einfach mal Reset. Achso. Ich muss einmal rausmachen. Und rein. Jetzt müsste anfangen gleich mit Spülen. Ich habe extra jetzt Wasser drin gelassen, damit ihr seht, dass das hier gleich überfließt. Oder ich hoffe, dass man es vernünftig sehen kann. Aber ihr seht es ja hier an dem weißen Aufkleber, hoffentlich, dass da Wasser dazu kommt. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ja, ihr seht, dass das Wasser jetzt da ist. Fließt ganz langsam hier runter. Und es war halt vorher unter dem Aufkleber. Und schon sind wir fertig und wir können das jetzt benutzen. Jetzt presst er natürlich nicht so viel raus, weil wir es gerade eben benutzt haben. Jetzt schütte ich das Wasser mal weg. So. Mach's wieder rein. So. Ich hoffe, dass ihr das jetzt erkennen könnt. Das presst er jetzt alles aus den beiden Filtern raus und was noch so im Gerät ist. Dass ihr das mal seht. So. Fertig? Ja, jetzt ist er fertig. So. Das hat er halt
noch rausgeholt. Jetzt machen wir mal nur die eine Kammer voll. Ja, ich habe jetzt nur die eine Kammer voll gemacht. Die andere Kammer ist leer. So. Jetzt seht ihr, dass es hier rausgeht. So, geht immer weniger. Und jetzt spült er halt durch. Ihr seht, dass hier auch mehr wird. So, jetzt hat er durchgespült. Jetzt können wir das rausnehmen, ausspülen, machen das wieder rauf und jetzt presst er noch mal ein bisschen Wasser raus. Ihr seht, der presst immer noch. Man soll aber auch nicht alles rausmachen. Ja, deswegen, wenn ihr es benutzt habt, ja, wir machen jetzt einfach mal Stopp. So, wenn ihr es benutzt habt, Strom raus, wenn die alles gefiltert ist. Weil das Gerät an sich hat keinen eigenen Stromknopf. Ist fest? Nee, ich hab's nicht richtig drin gemacht. So. Wie gesagt, am Anfang müsst ihr fünfmal hintereinander Kanne voll, durch, weg, alles wegschütten. Nochmal, fünfmal. Wegen den Filtern. Und wenn er dann benutzt, nach dem Benutzen macht er immer noch ein bisschen Wasser hinten raus. Und sobald ihr das aus habt und wieder neu anmacht, presst da immer noch, wie ich es euch eben gezeigt habe, Wasser, was drin ist, raus, damit halt kein Brackwasser drin ist. Oder halt, wenn ihr halt längere Zeit nicht benutzt habt und hier lange noch irgendwie Wasser drin ist, was ihr dann halt nicht rausgepresst habt, die erste Kammer voll machen, nur die erste Kammer, und dann hier den unteren Knopf drücken, dass er das einmal durchspült. Dann das Wasser natürlich wegschütten. Den Behälter schön voll machen oder so weit voll machen, wie ihr haben wollt. Und dann kann er logischerweise rauf und dann halt an der Skala sagen, wie viel ihr haben wollt. Das fängt an mit 0,4, 0,8 und 1,2 Litern. Ja, 1,2 Liter wäre dann praktisch die ganze Kanne. Frauche macht meistens so etwa, naja, wenn sie Tee macht für die Kleine, so 0,4. Und wenn sie so zum Trinken, macht sie 0,8. 1,2 hat sie auch schon mal gemacht, aber so die ersten wenigen Stufen sind eigentlich die Favoriten von uns, weil wir machen es dann lieber immer wieder frisch. Ja, und so viel trinken wir ja da auch nicht. Am Stück meine ich. Ja. Hier oben ist noch der Pinöpel dran. Ich habe halt die Schutzfolie noch nicht abgemacht, weil solange die geschützt ist, also die schützt, und wenn es abgeht, geht's ab. Aber solange kann das halt noch drauf bleiben. Wir sind, wie gesagt, damit sehr, 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 sehr zufrieden. Vor allem meine Frau ist damit sehr, 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 sehr zufrieden. Es gibt auch noch größere Geräte von der Firma. Ich werde euch jetzt den Shop, den Amazon-Shop mal verlinken. Ich werde euch das Produkt bei Amazon verlinken. Ich werde euch die Webseite verlinken. Die haben auch noch ein Gerät, was man direkt zwischen Wasserhahn und Leitung macht. Also praktisch unten kommt die Leitung raus, die geht dann halt drin in das Gerät, vom Gerät halt hoch zum Wasserhahn, und dann macht der Wasserhahn auf und dann kommt immer gleich gefiltertes Wasser raus.
wenn ihr viele Schwebeteile habt. Also wie gesagt, bei uns ist es jetzt besser geworden. Wir sind jetzt bei 100 bis 200, bei 100, naja, was sag ich jetzt, 170, sagen wir mal 150 bis 200 sind wir jetzt. Oder sagen wir 150 bis 250 sind wir jetzt. Wo wir das Gerät bekommen haben, da war der Normalwert. Beim ersten, also wenn er geguckt hat, beim ersten Mal schon, ist es dann hochgegangen, auch bis über 500. Bei 478, 79 in dem Dreh hat er angezeigt und dann ist er teilweise manchmal hoch bis 500 noch was. Das hat sich seit dem Leitungsspülen wesentlich verbessert. Damit filtern wir immer noch mal ein bisschen was raus. Und meine Frau, wie gesagt, ist total begeistert. Die liebt das Teil. Die Kleine auch. Weil das Wasser schmeckt metallisch. Also wir haben hier keine alten, also glaube ich, dass wir keine Metallrohre mehr drin haben. Aber ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich bei mir Wasser trinke und oben Wasser trinke, oben schmeckt es metallischer als hier bei mir unten. Warum? Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Eigentlich haben sie alle zur gleichen Zeit modernisiert hier. Wo da der Fehler ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls leistet der Wasserfilter uns hervorragende Dienste. Wir möchten nicht mehr missen. Von uns gar ein Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.